Hallo, willkommen bei behindertbarrierefrei.de. Wir sind in Bremen, letzter Messetag hier auf der IRMA 2014. Wisst ihr, wen ich getroffen habe? David, erstmal guten Morgen. Morgen, hallo. David, unser Driftkönig hier und wirklich Nordschleifer-Renner. Ja, wir kennen oder viele kennen dich hier natürlich aus Rennen. Ganz toll, dass wir heute Morgen gleich mal Zeit finden, mit dir zu sprechen. Sat.1 war da und so weiter. Ja. Du driftest auf dem Nürburgring als einzigster Rollstuhlfahrer, hast du mir gesagt. Jawohl, hier mit dem 190er, der umgebaut worden ist von Petri und Lea mit dem Multimal 3 Handgasbremssystem. Und ja, macht irre Laune, damit zu fahren. Jetzt die erste Frage, du fährst als Rollstuhlfahrer als einzigster damit. Kannst du auch Rollstuhlfahrer mitnehmen? Kann ich auf jeden Fall auch mitnehmen. Das Auto hat einen Beifahrersitz auch. Und wenn der Rollstuhlfahrer sich reinsetzen kann oder dem geholfen wird, kann er auf jeden Fall auch mitfahren. Okay, wie oft fährst du ungefähr im Jahr? Ja, so 10 bis 12 Mal. Okay, und das ist nicht nur ein paar Stunden, sondern hast du mir verraten? Das ist ein ganzes Wochenende dann. Wir reisen dann meistens so donnerstags an und fahren dann halt bis sonntags dann. Okay, weil ich habe hier ein paar Gutscheine verlost, Willi. Die sind weggegangen wie warme Semmeln. Die wollen natürlich alle mal mitfahren. Wir wollen das natürlich auch. David, ist da der Zuspruch? Wie ist da der Zuspruch so von Rollifahrern? Kommen da auch ein paar Mal? Ja, es sind wenige Rollifahrer, die kommen, aber gerne gesehen auch. Und ich nehme sie auch gerne mit. Und aber auch sehr viele Fußgänger, die mitfahren. Und die wissen ja auch erstmal gar nicht, dass ein Rollifahrer fährt. Steht ja nicht großartig am Auto drauf. Und wenn die sich dann reinsetzen, dann ist dann erstmal das A und O groß. Wenn ich ihm sage, hier, ich bin Rollstuhlfahrer, schon mal mit dem Rollstuhlfahrer mitgefahren. Okay, wie groß ist euer Team? Ja, das Team sind so 3-4 Leute. 3-4 Leute. Und ihr werdet hier unterstützt vom Fahrzeugumbauer? Genau, von Petri und Lea werden wir unterstützt auch. Die haben das Handgasgerät eingebaut und ja, okay. Ist einfach ein gutes Teil auch. Okay, das haben wir gestern gefilmt. Wir haben hier den Audi schon gefilmt, das Cabriolet. Die machen natürlich ganz besondere Sachen. Natürlich total heiß. Wann ist jetzt der nächste Renntag oder nächste Rennwochenende? Das nächste Rennwochenende ist so am 23. bis 25. August und findet dann am Nürburgring statt. Okay. Heiß, Willi, gell? Aber ganz heiß auch. Wir haben ja bald eine Riesenveranstaltung im Mercedes-Benz-Museum zum Tag der Menschen mit Behinderungen. Ja. Und wir versuchen alles, dass wir hier dein Fahrzeug ausstellen und auch Informationen geben. Ja, wir sind auf jeden Fall auch mit dabei und dass wir das einfach auch mal zeigen können, dass auch Rollstuhlfahrer dann fahren können. Okay, und da zeigen die noch andere, weil Petri und Lea kommt auch und zeigt natürlich auch noch Fahrzeugumbauten, die wo noch wenig gesehen haben, ganz exklusiv in Fahrzeugen. Und das finden wir ganz spannend. Mehr verraten wir jetzt aber an der Stelle mal nicht. Ich wünsche dir oder wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg weiter hier bei deinem Driften und viel Spaß. Und wir sehen uns dann alle bald in Stuttgart im Mercedes-Benz-Museum, oder? Auf jeden Fall, wir sind dabei. Habt ihr auch irgendwie eine Webseite, wo man sehen kann, wann ihr an welchem Rennwochenende unterwegs seid? Ja, wir haben eine Internetseite, das ist www.driftdavid.de. Und da stehen die ganzen Adressen drauf und auch weitere Informationen, wenn sich da einer mal reinlesen möchte, steht auf jeden Fall auf der Internetseite. Okay. Also, draufschauen, Leute, wann die Termine sind. Wenn ihr Zeit habt, kommt vorbei. David, ein richtig cooler Typ. Der nimmt euch mit hier, der zieht euch mal richtig über die Schleife, ja. Aber ich würde sagen, Inkontinenzwindeln anziehen manche, ja. Und bis bald, euer Olli und Willi und David. Tschüss.